Und guten Tag wünsche ich euch und willkommen. Du Minecraft Sky. Hallo zusammen, liebe Jungs. Hallo Simon. Hallo Dena. Na, alles gut bei dir? Nee, hier ist eine Möhre, die ist nicht eingepflanzt. Ja, du hast das Feld kaputt gemacht, kann das sein? Ich bin jetzt rumgehüpft ein bisschen, ja, das war... Das kann doch nicht sein. Unser Feld, das war schon mal viel größer, jetzt ist es schon wieder kaputt und ich habe kein Essen. Ich werde wieder verhungern. Ich passe auf dich auf. Pass auf dich auf. Guck, wir haben so eine ganz kleine Insel, die anderen haben schon alle riesen Inseln. Wir müssen heute ein bisschen unsere Insel erweitern. Aber ja, es gibt heute auch viele Sachen zu sprechen. Ich muss ganz kurz eine kleine Entschuldigung raus am Anfang. Ich hatte ja gestern, also ich habe ja gesagt, ab gestern kommen die Folgen um 14 Uhr. Ich hatte leider den ganzen Tag gestern kein Internet. Es tut mir leid. Deswegen, hier ist die, also es ist meine dritte Folge, ist aber Dena's schon vierte oder fünfte Folge wahrscheinlich, vierte. Ich konnte gestern einfach gar nichts machen. Es war so schlimm und das Allerschlimmste war, ich lag im Bett, dachte mir, okay, wenn ich nicht am PC sein kann, dann lege ich mich ins Bett, gucke vielleicht Netflix und so. Was ist? Dafür brauchen wir auch Internet. Und dann lag ich da und habe mit meinem Handy, ich hasse das, wenn du im Bett liegst, mit dem Handy oder so, was gucken muss, weil dann halt man es die ganze Zeit fest, dann kann man nicht so richtig entspannen. Das finde ich einfach, also ich finde das alles scheiße, ich bin richtig mad. Aber ich wette mit. Aber jetzt ist das Internet wieder da. Das war auch der Grund, warum wir die letzte Folge nicht wieder zusammen aufnehmen konnten, Leute. Aber jetzt sind wir hier wieder zusammen, können zusammen aufnehmen. Und es ist trotzdem die letzte Folge, die wir so zusammen aufnehmen, ne, Simon? Das ist die letzte Folge mit Dena. Das steht auch im dicken Titel. Das ist nämlich Clickbait. Nein, also wir haben uns was überlegt. Nämlich, ihr kennt ja von uns Projekte wie Reset oder Neuland. Und in diesen Projekten, ich mach mir auch mal so eine Crooked Hook. Ich hab noch eine hier. Ah, meine ist auch fast kaputt. Ja, dann ich mach mal eben welche und erzähl weiter. Ich kenne solche Projekte von uns, ne, die wir zusammen aufnehmen. Und es war ja immer so, dass wir niemals genau dieselbe Folge hochgeladen haben, sondern quasi, den hat eine Folge aufgenommen und danach habe ich eine aufgenommen. Und ihr habt immer bei uns die Fortsetzung sozusagen gesehen. Und da das Projekt ja hier auch offline spielbar ist, also wir können theoretisch auch einfach hier spielen, ohne aufzunehmen. Also wir könnten den ganzen Tag eigentlich zocken. Und müsst euch das gar nicht zeigen, das machen wir natürlich nicht. Also ich werde so wenig Offscreen wie möglich machen, weil ich möchte halt auch livestreamen. Und den hat auch schon erzählt, der möchte auch gerne livestreamen. Aber damit wir trotzdem euch nicht hier zweimal dieselbe Folge um die Ohren klatschen, haben wir uns überlegt, wenn wir das nächste Mal zusammen aufnehmen, dann, nehmen wir zwei Einzelfolgen hintereinander einfach auf. Nehmen wir zwei Einzelfolgen. Wer will, kann sozusagen beides angucken, hat zwei verschiedene Folgen und nicht zweimal dasselbe aus einer anderen Sicht nur. Das heißt, das ist die letzte Folge, die ihr jetzt gleich also von uns synchron gucken könntet. Also ihr könnt bei Dena und bei mir die Folge beide anmachen und das geht nie wieder. Es ist sehr traurig, ja. Das Ende einer kurzen Ära. Ja, es waren zwei Folgen oder drei, aber es ist vorbei, Leute. Nie mehr wird es passieren. Ja, ich weiß, es gibt jetzt viel Tränen, aber da muss man durch. So. Ich habe übrigens alle meine Tools verloren, weil ich runtergesprengt wurde in der letzten Folge. Von? Und, oder runtergeworfen wurde sogar von Klim auch noch. Oh. Da wollte ich mir aber eigentlich ein bisschen was zurückgeben. Nur sehe ich irgendwie, ich weiß nicht, ob Gomme vielleicht die Werkzeuge genau hat. Bei Gomme, ihr habt gesehen, Leute, an der Insel hat sich ein bisschen was geändert, das erstmal. Gomme hat es ein bisschen ausgeleuchtet und ausgebaut, das war alles Gomme. Also vielen Dank, Gomme. Ja, zum Glück. Weil meine Bauminsel war lebensgefährlich. Ich habe nämlich keine Half-Steps gemacht, sondern richtig. Also ich habe quasi die nicht versetzt gebaut, damit die Mobs nicht spawnen können. Ich kann nicht mehr reden. Ja. Ups. Hey, man kann Strings bauen. Wie, man kann Strings bauen? Ja, man kann mit Strings bauen. Hier, schau. Man kann so eine, das habe ich jetzt erst gemerkt, schau. Dena. Das ist, hat nichts mit diesem Mod hier zu tun. Das ist im ganz normalen Minecraft genauso, ne? Echt? Ja, aber wieso denn? Wofür? Also entweder bin ich doof und ich denke jetzt nur, das ist normal so, weil ich das auch von Hero und so kenne. Ich kannte das nie. Aber das habe ich auf jeden Fall schon öfters gesehen. Aber das hat ja auch gar keinen Sinn. Wieso können da wir Sachen Natürlich spawnen? Hat das Sinn, weil du kannst doch theoretisch daraus sowas wie so eine Falle bauen. Du machst nämlich so, du setzt String in die Mitte und dann setzt du rechts und links diese kleinen Ösen an die Wand. Aber und dann ich dachte, das geht nur, wenn die Ösen schon da sind. Creeper! Wo? Ja, ich habe ihn übelst runtergeschubst. Als hätte meine Crooked Hook so Knockback, richtig krank. Ja, hat die auch. Ja? Ja, ich glaube, die hat irgendwie so ein bisschen was, ja. Leute, ich habe den gerade übelst weggeboxt. Ja. Du hast genau. Auch eine Compress gemacht, ne? Ich habe auch eine Compress gemacht, natürlich. Ja, viel, viel besser. Ja, viel besser, also. Das können wir eigentlich auch das ganze Holz können wir auch einmal kurz wegballern, eigentlich, würde ich mal sagen. Ja. Dann haben wir ein bisschen Holz, dann haben wir ein bisschen Rohstoff und dann können wir hier mal weitermachen, weil es gibt einiges zu tun, Leute. Ja, ja. Wir wollen ja ein bisschen vorankommen auch. Wir wollen eine Rieseninsel bauen. Ja, guck mal gerade. Ich habe nämlich echt kein Werkzeug dafür. So. Die Sache ist, was ich zum Internet auch sagen wollte. Ihr wisst das vielleicht auch ab und zu von meinen Streams. Manchmal bin ich dann einfach offline und dann kann ich nicht mehr online kommen, weil ich habe leider momentan einen Internetanbieter hier, das wusste ich allerdings vorher nicht, der sehr, sehr gerne mal genau hier in der Street, wo ich wohne, ja, gerne mal Probleme macht und hat. Und ich habe mir schon einen neuen Internetanbieter gesucht, auch eine schöne Glasfaserleitung. Das Problem ist, die muss verlegt werden. Das wird wahrscheinlich noch einen Monat
dauern. Ich hoffe mal, das Internet wird sich in dem Monat noch ein bisschen besser benehmen als bisher. Aber in naher Zukunft wird es auf jeden Fall so sein, dass es keine Probleme mehr geben wird. Und es gibt einen Trick, den ich allerdings zu spät gecheckt habe, denn ich hätte mir vorher iTunes runterladen müssen auf meinem PC. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Dena. Vielleicht erzähle ich jetzt auch einen neuen Trick. Also, wenn du iTunes auf dem PC hast, dann kannst du dein Handy... Also ich habe leider an meinem PC kein WLAN, so, ne? Ich habe nur LAN. So, aber wenn du iTunes auf dem PC hast, kannst du dein iPhone mit dem USB-Kabel an deinen PC anschließen und dann kannst du dann mit deinem Handy Internet erzeugen. Also mit deinem Handy. Ja, klar. Ja, das geht aber nur, wenn du iPhone auf dem PC hast. iTunes. Ja. Aber ich habe kein iTunes, weil ich finde, eigentlich muss ich sagen, ich bin ja so ein kleiner Apple-Hater, ne? Hab mir jetzt trotzdem das neue iPhone geholt, weil ich dachte, ja komm, neues iPhone. Weil, ja, mein Handy ist halt übelst Schrott gewesen, weil ich halt auf der Nulltour alles zerschrottet habe. Ne? Ich habe mein Handy komplett zerschrottet, ich habe alles zerschrottet, alles war kaputt. Aus Versehen? Nee, ja, aus Versehen. Ich bin so einen Berg runtergefahren, bin übelst hingefallen und dann, war alles kaputt. Und dann dachte ich mir, okay, mein Handy ist jetzt seit ein paar Monaten kaputt, so, das fällt auseinander halb. Und ich habe jetzt so lange Android benutzt, vielleicht probiere ich mein iPhone aus. Und ich muss sagen, seit ich das iPhone habe, ich bin nur unzufrieden. Die ganze Zeit. Also ich weiß, dass du gerne iPhones magst, ne? Ja. Aber ich bin unzufrieden. Die ganze Zeit. Richtig unzufrieden. Ich finde, das ist ein schönes Handy, ne? Also ich hab's hier. Und ich finde es so furchtbar, weil immer, wenn ich da reingehe, steht da zum Beispiel, hier, neues Update oder dies und das. Und dann muss ich mich wieder ins Apple-Konto einloggen und so ein Scheiß. Und boah, ich fühle mich so richtig bevormundet von diesem Telefon. Ich finde es richtig. Ja, hast du komplett neu eingeben? Das muss man eigentlich nie wieder. Nein. Also, schwer zu erklären. Ich find's einfach furchtbar. Mann, ich will mich überhaupt... Voll die Umgewöhnung, weißt du, ja, ist mega die Umgewöhnung, weil du hast doch diesen Knopf nicht mehr, um Sachen zurückzudrücken. Du musst jetzt immer oben in der Ecke das erst erzeugen und dann musst du den Pfeil da zurückdrücken. Und wenn es manchmal nicht geht, mit Wischgesten. Keine Ahnung. Ich will jetzt keine Apple-User hier haten, aber... Aber ihr seid schon scheiße. Also als ich das iPhone in der Hand hatte, zwei Tage später dachte ich mir, scheiße, hätte ich mir lieber mal das Google Pixel geholt. Aber da habe ich ja auch schon so viel Schlechtes drüber gehört, dass das so irgendwie so das Google Pixel die auch so viele Macken haben soll. Naja. Aber im Endeffekt hat jedes Handy halt seine Vor- und Nachteile. Ich finde auch das iPhone absolut nicht perfekt. Ja, also viele Sachen, die mich stören. Ich bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr wird. Also ich werde es auf jeden Fall jetzt erstmal ein Jahr behalten. Ich werde es danach meiner Mutter geben, weil sie hat noch ein altes Handy und sie wird sich darüber sehr freuen. Und ich werde dann meiner Mutter das iPhone geben nächstes Jahr. Und, weil ich würde niemals das Handy verkaufen. Wie siehst du das? Würdest du ein Handy verkaufen? Weil ich finde das so richtig kritisch wegen den persönlichen Daten. Ach so. Weil das kann ja jeder wieder herstellen. Gibt's ja eigentlich, vor allem bei Android gibt es ja so Sachen, die mit Root draufgehen, die sozusagen ja deutlich, die dafür sorgen, dass wirklich alles gelöscht wird. Dann hätte ich nicht so ein Problem damit. Glaube ich, aber. Selbst auf dem PC kann man Sachen wiederherstellen, die deutlich, also richtig gelöscht sind, ne? Es gibt für alles irgendwelche Programme. Wenn du halt richtig Experte bist. Aber ja, und was ist, wenn dir so ein Experte, wenn dir das genau dein Handy unter die Finger gerät? Da wäre ich viel zu paranoid. Ne. Ich würde niemals irgendwelche PC, Laptop, Handy, irgendwas von mir verkaufen, weil ich da viel zu paranoid bin. Deswegen schenke ich meine Handys immer. Wenn man Festplatte rauszieht und so weiter. Das würde ich vielleicht schon machen. Wenn man Festplatte rausnimmt, dann geht das. Ja, ich würde einfach. Ich würde alles. Ne. Ich bin paranoid. So. Ich habe mein Inventar so voll. Können wir mal eine Kiste hier aufstellen? Das ist ja der Horror. Ich stelle mal eine Kiste auf, okay? Ja, mach das. Hast du gerade V gedrückt? Nein. Hör mal auf. Ich V? Ich höre dich im Spiel die ganze Zeit doppelt. Oh, sorry. Ich mach's auf, warte. Ich habe Y gedrückt, weil ich habe in was eingetippt und dafür müsste ich Y drücken. Weil ich wollte den Heavy Thief möchte ich machen. Ah. Und den mache ich jetzt auch schnell. Es geht ja super easy, Leute. Brauchen wir nur Spruce Wood noch dazu. Also ich glaube, es geht auch normales Holz. Gucken wir uns hier mal an. Und wir haben jetzt ja mehr als genug Strings, um uns eben die hier zu machen, wovon wir zwei Stück machen. Ich mache das Ganze jetzt einfach direkt viermal so. Okay. Also wir sozusagen zwei machen können. Und dann brauchen wir nur noch die Spruce Wood und einen Stick. Das kriegen wir schnell hin. Weil dann können wir noch schneller an die ganzen Erze rankommen. Und das muss eigentlich so ein bisschen das Ziel sein. Würde ich sagen, dass wir ein bisschen schneller an die Erze rankommen in Zukunft. Also zwei hier, zwei hier, zwei hier. Weil im Moment, wir haben ja noch gar keine richtige Erzproduktion, ne? Oh, du kriegst hier eine Wooden Leggings. Nice. Wood hier. Dass wir mal ein bisschen uns was anziehen können. Wir sind jetzt der Baumclub. Irgendwas mache ich falsch. Braucht man wirklich... Spruce Wood? Du hast mich auf eine Idee gebracht, eben als du Y gedrückt hast. Ich muss da kurz rufen. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Hallo, hört mich jemand? So. Die Nachbarn sind da. Ja, gut, Alter, dass wir alles abgefarmt haben mit dem Silk Mesh. Oh, ich höre dich nicht. Du bist so leise. Unsere Nachbarn sind da. Vorsicht, Simon. Vorsicht, die Nachbarn sind da. Oh, Heavy Silk Mesh, zwei Stück haben wir zumindest. Dann mache ich zumindest den ersten, nehme ich jetzt mal.
Unser Weg ist auch so das Gefährlichste auf dieser Welt, glaube ich. Was ist das Gefährlichste? Unser Weg. Unser Weg. Ja, da müssen wir ja mal Zäune drumherum machen oder sowas in Art. Willst du heute Abend streamen vielleicht? Ich werde heute Abend streamen, ja. Das ist nice, weil ich werde morgen Mittag streamen. Also falls jetzt noch, wie viel Uhr streamst du denn eigentlich? Ich weiß es noch nicht. Ich wollte eigentlich, wenn 500.000 Abonnenten erreicht sind, ich stehe im Moment bei 409.8812. Oh ja, dann schaut doch mal in die Beschreibung, da ist der den auch ganz oben verlinkt. Also er hat, falls ihr es nicht mitbekommen habt, das ist jetzt länger, ja, seinen Real-Life-Kanal, seinen Gaming-Kanal jetzt geteilt und dort hat er jetzt, steht er kurz vor seinen 500.000. Genau. Und dann gibt es heute Abend noch von denen einen Stream, wo er unsere Insel hier weiterbaut und ich werde morgen streamen und dann ab dann jeden Wochentag, wisst ihr, von 15 bis 18 Uhr, also so nachmittags und am Wochenende von Freitag und Samstag immer abends. Und deswegen seht ihr mich dann, also ich kann morgen live streamen und bei denen, da könnt ihr heute Abend schon reingucken. Ja, weißt du, was wir jetzt machen müssen? Ja, was denn? Also, wir müssen jetzt hier runter, du hast ja schon unseren Kabelstromgenerator, der ist noch nicht so perfekt, den müssen wir noch besser machen, aber immerhin ist es schon mal ein Kabelstromgenerator. Und wenn du einen Hammer hast, hast du einen Hammer gerade? Habe ich gerade nicht. Einen machen, es ist hier einer irgendwo drin, aber der ist ja super easy zu machen. Mit dem Hammer müssen wir jetzt sozusagen Gravel machen. Haben wir noch Gravel viel? Mit dem Hammer können wir auch nur Gravel, können wir auch nur Staub rausmachen, oder? Nee, du kannst ja aus Kabelstone, dann machst du das erstmal. Ach so, ja. Hier ist ein, warte, ich muss mal googeln hier erstmal unten. Ich muss da ganz kurz rüber, okay, zu unseren Nachbarn, einmal Hallo sagen. Mach das. Weil wir dürfen unseren Nachbarn nicht das Gefühl geben, wir sind so Assi-Nachbarn. Weil so wie es ja aussieht, also wir sehen aus wie, komm mal mit, ja. Ich komm mit, Zieh mal deine Holzrüstung an, damit die auch einen guten Eindruck von uns haben. Weil wir sind die Holzmenschen. Guck mal, kennst du das, wenn man so einen Nachbarn hat und der ist so der übelste Assi und dann denkst du dir, oh nein. Naja, und wir sind diese Nachbarn, deswegen müssen wir... Aber wir sind doch nicht die mit Stein geworfen haben. Ja, das stimmt, du hast recht. Direkt vor der Aufnahme. Wir müssen jetzt mal beschweren. Guck mal, hier gibt's schon Windkrafträder, richtig cool. Ja, da geht's auf jeden Fall schon ab. Wir müssen mir mal ein bisschen hier aufholen. der hat gesagt, mach, dass ihr wegkommt. Was? Freunde. Wir sind die Holzleute! Hey, hallo Holzleute! Hallo! Wir haben viel Holz und alles Holz gehört uns! Nein, das stimmt überhaupt nicht! Hör auf! Ganz ruhig! Warten Sie, Herr Nachbar! Ich muss mich für meinen Nachbarn entschuldigen. Ich wollte eigentlich nur fragen, warum Sie uns mit Steinen beworfen haben. Das ist nicht nett. Ja! Das ist aber eine bodenlose Unterstellung hier. Also, das hat niemand bei uns gesehen, dass wir sie mit Stein bekommen. Also, ich hab's auf Aufnahme. Ich hab nichts gesehen. Okay, Leute, sie haben's auf Aufnahme. Wir haben ein Problem. Ja. Da! Bescheucht sie! Wow! Holy! Wir dich. Vor Simon! Guck mal, da kommt ja, ihr kommt! Aus euren Steinen kommen Silberfische. Wo habt ihr die aus dem Badezimmer? Was für eine Technik? Was haben wir für Steine? Ihr habt Ultrasteine. Ihr habt eure eigenen nicht unter Kontrolle, das ist gefährlich. Hier kommt die Landnahrungsmittelaufsicht. Hygienevorschriften eingehalten hier. Naja. Weil ich mute dich beim Test, sonst hören wir es aber doppelt. Auch aber ein bisschen eng die Tierhaltung. Ich habe mich mal im Test gemutet, sonst hören wir es doppelt. Da können Kranken. Ja, die unterhalten sich so ein bisschen. Alles im grünen Bereich. Karotten, da muss ich mal gucken. Ich hab einen Baummütze. Ja. Ich muss mal eine kleine Stichprobe machen. Ob das Essen hier auch wirklich gut ist. Also da muss ich leider, also das ist auch mit den Kartoffeln, da muss ich wirklich mal ein bisschen genauer reingucken, ob das auch wirklich so meinen Vorschriften hier entspricht. Felix, hör auf zu klauen! Ich klau nicht, das ist alles für wissenschaftliche Zwecke! Du bist doch wissenschaftlicher Zweck! Ja, vielleicht. Ja, tschüss, liebe Steinmenschen. Tschüss. Seid ihr die Steinmenschen? Wir sind die Baummenschen. Tschüss. Okay. Hoffentlich verfolgt mich niemand. Macht das. Ach, das ist Simon. Ich bin das. Komm, lass doch weiter gucken. Vielleicht finden wir noch jemanden. Gucken wir uns mal um. Ey, wir haben echt bis jetzt wenig gemacht, aber dafür streamen wir dann. Ja, wir streamen. Ja. Aber ab heute Abend, Simon, ich mach schon mal ein bisschen was und dann streamen wir auch noch. Genau, dann machst du schon mal ein bisschen Vorarbeit und dann mach ich die Insel größer und so und baue schöne Sachen. So. Sehr gut. Ich versuche ein bisschen Technik. Wer ist denn da? Ich auch mal so ein Windrad oder sowas. Hallo! Hallo! Guck mal, das ist locker ein Bot. Der baut hier den ganzen Tag. Ja. Wird gemeldet. Guck, wie der baut. Als wäre er auf
So, irgendwelchen. Da hat einfach irgendwo ein internes Angebot eingestellt und aus China hat sich jemand gemeldet mit dem günstigsten Preis. Du sitzt jetzt da wie so ein Goldminer in WoW und er baut jetzt den ganzen Tag für ihn. So sieht das was aus. Was ist denn hier los? Oh, die Holzmenschen bauen sich einfach rüber. Ja, die Holzmenschen. Was ist denn hier los? Hallo. Oho, guck mal, Simon. Was macht der da? Na, lauf weg! Lauf weg! Lauf schnell weg! Komm schnell! Entschuldigung! Es tut mir leid! Also manche Menschen hier sind gar nicht so gesprächig. Nee. Okay, manche sind so. Ich bin wieder im Stein, manche so komisch. So, lass es. Hör mal auf Y zu drücken. So. Ich hätte mich eben gemutet, damit wir es nicht immer die ganze Zeit doppelt hören. Wieze. Gehen wir mal da gucken. Aber dann ist Schluss. Ha, ich hab letztens gedacht, das wäre so ein riesen Pilz da hinten, aber das ist gar kein Pilz. Guck mal. Hast du das schon mal gesehen? Oben, was da oben? Oh, das ist nur ein riesen Pilz. Ah, Mist, das ist falsch. Wir müssen da rum. Komm mit. Da gehen wir jetzt mal hin. Da gehen wir doch hin. Ja, wir müssen da lang. Okay. Hast du noch genug Essen zum Essen? Ja, ein bisschen was haben wir. Ich habe auch noch genug. Alles gut. Ich habe ja ein bisschen Lebensmittelkontrolle. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber ich habe auf jeden Fall die Lebensmittelkontrolle ist am Stitzel. Alter, Mann, ich konnte gestern nicht aufnehmen, jetzt sind wir zurück. Siehst du das, Dena? Das ist alles meine Schuld. Ja, du hast gefehlt, weißt du? Ja, das war einfach so. Ja, wir kommen voran. Ja, wir werden einfach sowas von rein livestreamen. Da können wir auch noch die Langsamsten sein. Wir werden einfach alles durch Zeit kompensieren. Wir wollen auch eigentlich auch ein riesen Baumhaus bauen, oder? Ja, oder ich dachte, das hier wäre ein Pilz, aber es ist gar kein Pilz. Schau mal. Sieht aus wie eine Monsterfarm ein bisschen. Lol, ist locker eine Monsterfarm. Oh, jawoll. Oh. Hallo. Guck mal, im Hopper kommen auch die ganzen Sachen raus. Oh! Ja, da muss man auch mal ein paar Pfeile mitnehmen. Ist ja eh irgendwann voll. Essbarer Schleim. Das hört sich lecker an. Du hast einen voll Pfeil im Kopf. Ich weiß nicht. Ist das Diebstahl, was wir jetzt machen? Aber ich tu's lieber zurück. Ich bin doch kein Verbrecher. Ich bin doch kein Verbrecher. Eben. Aber einen essbaren Schleim. Man muss ja auch sagen, wenn die hier... Guck mal, die sterben, ja? Ja. Und wenn die sterben, während wir hier sind... Guck mal, der hat Kakteen darauf gemacht. Das ist ja krass. Und wenn die sterben, während wir hier sind, dann sind die Sachen ja sozusagen von uns. Weil die sind ja nur wegen uns gespawnt. Ach so, das ist logisch, ja? Eigentlich ist es logisch, würde ich sagen, oder? Ja, ich habe auf jeden Fall einen essbaren Schleim mitgenommen. Den möchte ich mal probieren. Komm, wir stoßen an. Zum Ende der Folge probieren wir uns einen essbaren Schleim. Damit du heute Abend schön Livestream machen kannst. Ich nehme nur wichtige Sachen. Nein, nimm einen essbaren Stein. Komm, ich möchte mit dir zusammen einen. Wo ist der essbare Stein? Das ist so eine Kugel. Siehst du die Kugel? Ach, da. Nimm mal einen. Ja, ich habe einen essbaren Stein mitgenommen. Okay. Wichtige Sachen, die nur für den da bestimmt sind. Ja? Moment. Dann lass uns den mal probieren. Komm. Zum Ende der Folge hin. Okay, zum Ende der Folge hin. Gönnung. Oh, mir ist ganz schlecht geworden. Oh, oh. Mir geht's, weiß auch nicht. Ah, ja. Oh Mann, wir sind so scheiße. Okay, aber Leute, ich hab natürlich keinen Gunpowder geklaut, ne? Das ist ja klar. Der Creeper hat das Gunpowder geklaut. Das war der Creeper. Jungs, wenn irgendjemand fragt, wer das Gunpowder geklaut hat. Ich guck mal ganz kurz von wem. Creeper was pricked to death? Was lol. War das denn? Von wem ist diese Insel hier überhaupt? Jo, da war ein Riesenmonster gerade drin. Aha. Krass. Oh, shit. Krass. Na gut, Leute. Ich würde sagen, wir haben einen kleinen neuen Einblick von der Insel bekommen. Dann können wir morgen hier schön reinstreamen. Also morgen kommt es noch ein Video, wie gewohnt, um 14 Uhr. Und dann gibt es danach den Livestream. Und ich habe ein schlechtes Gewissen, Simon. Ich muss die Sachen zurückbringen. Ja, du bist ein Dieb. Dann können wir morgen um 14 Uhr gucken, was Dena im Stream so gemacht hat. Und danach gibt es bei uns einen Stream. Und dann, Leute, werden wir hier mal unsere Insel vergrößern. Ja, Leute, das ist der Plan. Vielen Dank euch auf jeden Fall heute fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns morgen zur nächsten Folge wieder hier von Minecraft Sky. Okay, tschüss. Ich bin kein Dieb, Leute. Ich hab's zurückgebracht. Ich auch nicht. Tschüss. Bitte.